Hallo Leute, hier ist Agentin Isabella und wir ermitteln heute durch die Nacht in Köln. Und zwar befinden wir uns gerade hier am Fischmarkt. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre, ein bisschen regnerisch, aber trotzdem sehr schön. Hier vorne befindet sich der Rhein, da ist die Severinsbrücke und da hinten befindet sich der Kölner Dom. Ich muss hier wirklich aufpassen. Unsere Mission ist ganz geheim und ich möchte euch wirklich das Allerschönste und Geheimste von Köln zeigen. Aber ich muss wirklich aufpassen, weil ich, sogar wenn ich zu laut spreche, könnte mich hier jemand hören. Und das wäre wirklich ganz fatal für die Mission. Ich habe extra ein Kopftuch angelegt und die Brille. Das kennt ihr ja schon. Aber ich muss sehr vorsichtig sein. Bin ich wieder. Ich habe gerade eine kleine Pause gemacht in dieser schönen Kneipe hier. Und in der Zwischenzeit habe ich auch mein Tuch gewechselt, damit ich nicht erkannt werde. Ich hoffe, hier lauern keine anderen Agenten. Aber es sieht ganz gut aus. Ich glaube, die Luft ist rein. Also weiter geht's in Richtung Dom.
Kommt ihr mit? Oh, vielleicht sind hier sogar Überwachungskameras, ich weiß es nicht. Ich muss wirklich aufpassen, der Auftrag ist sehr geheim und sehr wichtig. Hier vorne ist die Martinskirche und jetzt sind wir in einer kleinen dunklen Gasse. Gruselig. Mal sehen, was da hinter der nächsten Ecke lauert. Ich hoffe, keiner hat mich verfolgt. Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Und da vorne, wisst ihr, was da vorne kommt? Da sind Tönnies und Schell, die sind ganz berühmt in Köln. Ich glaube, ich spreche zu laut. Das sind zwei Figuren, man muss deren Nasen reiben. Und dann hat man ganz viel Glück oder ein Wunsch wird dann erfüllt. Oh, ich glaube, da ist jemand. Ein Fahrrad, da muss man in Köln wirklich aufpassen. Die werden hier sehr schnell geklaut. Noch ein Fahrrad. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das ist menschenleer, zum Glück. Und da vorne sind die beiden. Keiner da? Okay. Hier, schaut sie euch an. Das ist Shane. Möchtest du was sagen? Habt ihr es gehört? Ich schon. Und hier ist Tönnies. Wünscht euch was und ich reibe die Nase, okay? Bereit? Eins. Und noch ein Wunsch. Komm mit, es geht weiter. Auf unserer geheimen Mission. Vorne ist die Martinskirche. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Da ist jemand. Ich glaube, er hat mich nicht erkannt. Gott sei Dank. Ich habe zwar bisher keine Gefahr gesehen, aber hier können überall Überwachungskameras sein. Ich hoffe, ich wurde noch nicht entdeckt. Okay.
Ja. Ist perfekt. Falscher Alarm. Jetzt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verraten. Da unten sind ein paar Leute. Und hier links kommt der Altermarkt. Da müsst ihr unbedingt an Weihnachten herkommen für den wunderschönen Weihnachtsmarkt. Hier gibt es auch mehrere Cafés und Pubs oder einen Irish Pub. Nein, alles okay. Ein Taxi. Sieht ziemlich verdächtig aus. Und hier ist ein ganz tolles Brauhaus. Köln ist ja sehr berühmt für seine Biere, beziehungsweise für das Kölsch. Das kennt ihr ja bestimmt. Und hier ist Sion Kölsch. Und jetzt das Geheimnis von Köln. Der Kölner Dom. Wir sehen die Türme und werden noch versuchen, näher ranzugehen, wenn wir es schaffen. Die Luft scheint rein zu sein. Und auf dem Weg zum Kölner Dom werden wir noch ein anderes Geheimnis erkunden. Und zwar den Heinzelmännchenbrunnen. Aber wir müssen noch sicher bis dahin kommen. Also
Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ansonsten könnte jemand kommen. Ich dachte, da wären fremde Spuren. Ein weiterer kleiner Ausblick auf den Kölner Dom. Dieser geheimen Ecke hier. Gleich kommen wir zum Dom, den ihr auch gerade hören könnt. Hoffe ich. Aber zuerst gehen wir zum Brunnen. Kommt mit. Wieder rein. Der Dom. Da oben ist auch etwas Schönes, aber sieht doch gefährlich aus. Wir kommen gleich am Brunnen an. Wir haben jetzt einen längeren Weg hinter uns. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, mir zu folgen. Einzelmännchenbrunnen von Köln. Es geht um eine kleine Geschichte, die schon ziemlich alt ist. Es geht um eine kleine Geschichte. Und zwar gab es früher angeblich die Heinzelmännchen in Köln, die den ganzen Bürgern geholfen haben bei allen möglichen Arbeiten, Putzen, Aufräumen und so weiter, was man jetzt selber nicht so gerne macht. Aber die Frau des Bürgermeisters von Köln hat leider die Heinzelmännchen erwischt bei der Arbeit, die durfte man nämlich nicht sehen und deshalb sind sie dann verschwunden. Also blindes Vertrauen wäre in diesem Fall besser gewesen. Das war die Kurzfassung der kleinen Geschichte. Und hier ist der Brunnen. Schaut ihn euch an. Da oben ist die Frau des Bürgermeisters mit der Lampe, die gerade die Treppe runterkommt. Und die Heinzelmännchen sind an der Seite. Wie sie fleißig arbeiten und den Bürgern von Köln geholfen haben.
ganz berühmte Brauhaus Früh. Da müsst ihr unbedingt hingehen, wenn ihr mal in Köln seid. Ich habe euch ja gerade von dem Früh erzählt und deswegen denke ich mal, um ein bisschen spontan zu sein, kann ich auch gleich reingehen und etwas trinken. Vorne ist das Funkhausgebäude. Hier. Und wir sind jetzt fast auf der Domplatte. Achtung, Achtung. Und das gehört zur Fußgängerzone von Köln. Da sind ganz viele Geschäfte natürlich um diese Uhrzeit nicht mehr geöffnet, aber wirklich sehr gut zum Einkaufen. Und gleich kommt der Dom. Wisst ihr was? Da sind wir. Hier ist der Dom. Der Kölner Dom. Bei Nacht. Sollen wir noch näher dran gehen? Habt ihr Lust? Das größte Geheimnis unserer Mission wurde jetzt fast gelüftet. Wir waren ziemlich gut unterwegs, ohne erwischt zu werden. Jetzt ein paar Schritte können noch schwierig und kritisch werden, aber ich denke, es könnte klappen. Wollt ihr mal ganz von unten hochschauen?
Das war ein kleiner Nebeneingang und hier kommt der Haupteingang. Da können wir jetzt nicht reingehen, um diese Uhrzeit, aber vielleicht kommt ihr ja mal nach Köln und schaut es euch selber an. Entschuldigung, mein Schwert. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal gucken, ob jemand da ist. Ich bin gespannt. Bewegen. Da muss ich eben anders klopfen. Probieren. Ich schau mal das Schlüsselloch. Wollt ihr auch mal durchgucken? Und ich versuche nochmal zu klopfen. Ich glaube, wir haben kein Glück damit. Und jetzt geht es weiter zum Kölner Hauptbahnhof. Vorne sieht man ihn von außen. Noch ein Geheimnis. Wisst ihr, warum ich so gerne in Köln wohne? Weil Köln eine sehr schöne Stadt ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen davon sehen können jetzt bei Nacht. Und Köln ist nicht zu klein und nicht zu groß. Es ist ein bisschen übersichtlich. Einfach sehr offenherzig und besonders an Karneval sehr, sehr fröhlich. Ein bisschen gemütlich auch. Es gibt viele Möglichkeiten zu feiern oder Museen gibt es ganz viele, den wunderschönen Rhein. Und am Rheinufer kann man wirklich endlos entlang spazieren. Am Rheinufer kann man endlos entlang spazieren bei jeder Jahreszeit. Und es gibt den wunderschönen Volksgarten, wo man im Sommer super grillen kann. Dann gibt es die Poller Wiesen, da kann man auch sehr gut grillen. Und es gibt eine kleine Halbinsel, wo man sich gut verstecken kann. Und da kann man Brombeeren pflücken im Sommer.
Es gibt die Kölner Uni. Da kann man ganz viele verschiedene Fächer studieren. Und ja, es gibt eine kulturelle Vielfalt, die ich sehr schätze.